habe 2006 Abitur gemacht, bin danach zum Studieren nach Karlsruhe gegangen und studiere jetzt an der Universität Wirtschaftsingenieurwesen. Das Studium ist für mich die Möglichkeit, zur einen Seite die Wirtschaft und auf der anderen Seite Mathematik, Maschinenbau, Elektrotechnik zu verbinden. Dann habe ich während dem Studium ein Praktikum gemacht für 3 Monate bei Bosch in Abstadt. Also neben dem Tagesgeschäft durfte ich eine Projektchronik erstellen über das Projekt Generation 9 und habe so eine Art Internetseite erstellt. Die Mitarbeiter haben den Vorteil, dass sie jetzt noch nachvollziehen können, was war wann, wann ist welche Entscheidung getroffen. Das Projekt läuft schon seit 2005 und auch neue Mitarbeiter können sich dann besser einarbeiten, weil es doch ziemlich komplex ist. Beeindruckt hat mich die Atmosphäre, der schöne Standort in Abstadt, das Arbeiten im Team und die Verantwortung, die mir übertragen worden ist. Der Kontakt zu anderen Praktikanten entstand während dem Praktikum durch einen Stammtisch, den wir jeden Mittwoch haben. Da kann dann jeder Student, der bei Bosch arbeitet, sei es Werkstudent, Praktikant, Diplomant, hinkommen und dann trifft man sich. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Nach meinem Praktikum bin ich in das Studentenbindungsprogramm Students at Bosch aufgenommen worden. Ich habe die Möglichkeit, darüber mit Bosch in Kontakt zu bleiben, nicht nur mit meinem Team, sondern auch neue Kontakte zu knüpfen, durch Veranstaltungen, die ich besuchen darf, durch Seminare, die gegeben werden für die Förderstudenten. Also einmal die Woche bin ich noch hier als Werkstudentin, immer noch in meiner alten Abteilung und ich möchte noch dieses Jahr, wenn es geht, ein Auslandspraktikum absolvieren für mindestens ein halbes Jahr und durch das Förderprogramm bietet mir die Personalabteilung die Möglichkeit, mir da zu helfen, mich zu unterstützen, was Geeignetes zu finden. Ich würde am liebsten in die USA gehen, weil mich der Bereich Telemedizin sehr interessiert, aber ich könnte mir auch vorstellen, nach China oder Australien oder auch in Europa zu bleiben. Und ich bin schon gespannt, was es wird.